Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier für die PS3. Eigentlich wollte ich die Aufnahmesession nach der letzten Folge beenden, aber Weiß findet die nicht so toll, dass ich hier speichere. Also gut, dann eben nicht. Mist. Dann wollen wir doch mal hier über die Brücke, um dem Adlerhorst zu helfen. Na, oh, das Riesenmistviech. Na super. Jetzt hätten wir nicht genug andere Probleme. Na gut. Dann wollen wir uns das Viech doch mal vornehmen. Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass das da oben die Schwachstelle sein wird. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. So, hier mal so ein bisschen auf die Beine einprügeln, während das Viech eh nichts anderes machen kann. Wow. Kane ist so eine so ein toller Charakter. So, dann wollen wir doch hier mal das Bein ausschalten. Zack. Das dürfte ganz gut Schaden machen. Dieser finale Schlag. Bam. Wow. Oh nee, ne? Wir zerstören jetzt hier echt die Häuser. Warum? Spiel bitte. Können die Leute uns erst recht nicht leiden? Mann. I'll take care of the boss. You worry about the rest. Okay, ich kümmere mich um den Rest. Was ist mit dem Rest gemeint? Ach so, hier der kleine Scheiß, ja. Na gut, dann kümmern wir uns halt um den kleinen Scheiß. Ist in Ordnung. Solir, MP-Erholungsrate plus 4% oder ein Vergiftungseffekt. Oh, schön. Das finde ich gar nicht mal so uncool. Das passt. Nehmen wir. So. Hier noch irgendwas? Nö, gut. Und ich muss hoch. Natürlich muss ich hoch. Warum habe ich auch was anderes gedacht? Naja. Dann wollen wir mal hier hochhüpfen. Und hier rüber. Na? 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 Nee? Nicht? Keiner? Okay. Meinetwegen. So, ich gehe mal davon aus, dass ich hier rüber, hier runter muss. Um dann hier entlang zu gehen. Nee, sieht falsch aus. Das sieht falsch aus. Also wieder hoch hier. Der. Moment, hochhüpfen geht schneller. Hüpfend geht das schneller, also bewegen wir uns hier hüpfend hoch. Okay. Hä? Oh, ich sehe. Ich sehe meinen Fehler. Okay, kann ja mal passieren. Ladida. So, dann wollen wir doch hier noch mal hier lang rüber. So, zack. Und hier runter. Hüpf. Autsch. Ja, mir egal. Denn eigentlich. Moment, was? Ich wollte gar nicht runter, ne? Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt.
Jetzt bin ich gerade verwirrt. Oder will ich auch hier... ich glaube, ich will auch hier runter. Ich glaube, ich will hier lang auch runter. Ich habe halt leider Gottes keinerlei Karte für dieses Gebiet. Das macht die Sache schwieriger. Sieht aber gut aus. Hier sind Gegner. Wenn Gegner in der Nähe sind, dann sieht das schon mal ganz gut aus. Dann kann man so falsch nicht sein. Das ist immer ein guter Hinweis. Okay. So, na dann. Ja, ja. Die wollen Kane nicht hier haben. Das ist uns relativ egal. Wir helfen hier trotzdem aus. So. Na denn. Sehr gut. Na komm. So. Okay, irgendwie habe ich das anders verstanden. Naja. Hier, komm mal. So, erstmal hier noch ein bisschen mit ausschalten. So. Das Ding ist schon mal erledigt. Sehr schön. Nein, nein. So. Zack. Weg mit dem Riesenviech. Oh shit. I got this. Get up there and wait for him. Okay, watch yourself. Ja, ja. Das kriegen wir schon hin. So, zack. Hier durch. Moment. Hier hoch, so. Okay. Aua. Oh shit. Ich sollte mich ein bisschen heilen. Merke ich gerade. Ah ja, stimmt. So wie der Kaini ausgesprochen, nicht Kane. Das hatte ich ein bisschen verpennt. Naja. So. Wow. Was? Wo habe ich schon wieder so viel Schaden genommen? Mist. Nein. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, komm. Game over. Weiter. Bla. Wahrscheinlich nochmal ganz von vorne, ne? Nee, von hier an. Okay. Von hier an ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So. Zack. Okay. Oh. Zack. Und hier durch. Und hier durchmetzeln. Wuppala. So. Okay. So. Was? Komm schon. So, und dann einmal hier. Zack. Weg damit. Sehr gut. Dummes Mistviech.
Nächste Plattform. Aber keine wartet ja schon. This ends now, asshole. Okay, wie kommen wir dahin? We should join her. Dort wird er ruf. Right. Na gut. Das sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. So, medizinische Kräuter. Danke sehr. Na komm. Komm her. Stirb, danke. Und, oh. So viele medizinische Kräuter hatte ich gar nicht verbraucht. Okay. Dann verbrauchen wir jetzt nochmal welche. Damit es sich auch lohnt, ne? Ach, komm schon. So, gehen wir mal hier lang. Mal schauen. Was? Wo muss ich lang? So, ja. Hier einfach wieder raus. Wäre eine Idee. It can escape us no longer. Okay. Na denn. Ja, ja, komm. Let me work on. Komm schon, du Riesenmistviech. So. Wir arbeiten hier weiter am Hinterbein. Das ist in meinen Augen eine ganz gute Idee. Wobei, eventuell machen wir hier mehr Schaden. Ah. Okay. Ach, Mist. Natürlich. Mistding. Mistiges Ding. Komm schon. Lass mich dich endlich zerstören hier. So. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Keine? Keine. It's me. Grandma. Oh, how you've grown. Keine, was? What's wrong? Oh, it gladdens my heart to find you again. Grandma? Come, Keine. Come to your grandma's side. You have been lonely for so long. So much pain, so much despair. Why go on living anymore, Kaine? Is that it? Hmm? Are you done talking? Kaine, don't speak to your grandma like that. You're going to stop talking now. And then I'm going to walk over to you. And very carefully, extend my hand. Reach into your chest and pull out your fucking heart. Yo, die flucht immer noch wie ein Seefahrer. My grandmother would never say that. She'd never tell me to give up on life. Never. You spent my entire life searching for a way to avenge her death. Was? Das hat mich gerade gekillt. Okay. Habe ich so wenig Leben noch übrig oder was? Da hatte ich gerade gar nicht drauf geachtet. Na, es geht eigentlich. Tja. Never. She gave me
the strength to deal with this goddamn mutant body. Do you know how long I've been like this? How much I loathe myself? Was? Okay. Wie lange keine schon so ist? Wie ist sie denn? Das klingt gerade ein bisschen interessant. Ich werde mich mal hier um das kleine Gelumpe noch kümmern. Damit die nicht anfangen zu nerven. Aber ich merke schon, das sind wirklich schlechte Neuigkeiten, dieser Angriff. Aber gut, das sollte es jetzt auch gewesen sein. So, zack, weg. Erledigt. Na dann. Flatsch. Rems. Ups. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Kraft. Entschuldigung. Entschuldigung, das war so nicht beabsichtigt. Aber das Viech ist tot. Immerhin. Immerhin etwas, nicht wahr? Ne? Ja. Finde ich auch. Kaini? Kaini, ich hoffe, du hast das überlebt. Kaini! I think she intends to perish where she lies. And in truth, perhaps death is the greatest comfort we can offer her. It's not your decision. Eben, so nicht weiß. So nicht. You get to decide who lives and who dies. She's a life with meaning and worth. We're gonna save her. Yep, so sieht's aus. Wir werden sie retten. Even Kaine, even Yona. Perhaps you should save your pretty words for her instead of wasting them on me. So, hier drüben müsste sie ja liegen. Wenn ich das so richtig sehe, ja, da liegt Kaine. Alles gut mit dir? Ich weiß, blöde Frage, aber irgendwer muss sie ja stellen. Over here. Don't give up. You're stronger than that. Don't you dare give up now. This woman is more trouble than she's worth. That's it. Come on. Gut so, Kaine. Du überlebst das. You're going to live, Kaine. Me live. What for? What? I had my revenge. Now it's over. Oh, now see here. This is rich. Vice! We help you in some mad quest for vengeance, and now you think to bid us adieu. How can a fighter so skilled be cursed with such a thick head? A true warrior would fight. They would give all in the service of their friends. Friends? Yes. You and I are friends now. See here, that was hardly the point. Then what is the point? Kaine, come fight with us. Fool, you can't just invite her along. There are many issues that must be carefully weighed and considered. For example, how will she possibly affect our overall ability to... Primit book. Book? How dare I am Grimoire Vice, wielder of Arcane. Vice, then. Do not abbreviate my name. You're an ass, but you're also right. I need to live for something besides revenge. Then you'll join us?
My swords need a true home. But you'll do for now. Okay. Sehr schön. Einen versiegelten Fässer halten. Magie halten, dunkle Illusion. Lass einen magischen Doppelgänger Feinde in der Nähe angreifen. Aufladen, um die Angriffsreichweite zu erhöhen. Warum nicht? Die Runenpest hat dein Kind befallen. Wie? Ja. Und wir benötigen die versiegelten Verse, um sie zu heilen. Verstehe. Was ist? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob das hilfreich ist, aber ich kenne einen Typen, der die gleiche Krankheit hat. Er ist ein König, genau genommen. Und sein Königreich arbeitet schon seit einer Weile an einem Heilmittel. Möglicherweise haben sie schon etwas. Meinst du wirklich, sie haben ein Heilmittel entdeckt? Ich sagte, es ist möglich. Ich habe nicht gesagt, dass sie eins haben. Der Ort nennt sich Fassade. Er liegt tief in der Wüste. Eine geringe Chance ist besser als gar keine. Versuchen wir es einfach. Sollte es sich als erfolgreich herausstellen, würde es unsere Aufgabe ein gutes Stück einfacher gestalten. Das stimmt wohl. Aber gut. Das soll jetzt erstmal... Das soll es jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein. Hey, wir können wieder speichern. Sehr schön. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.